Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 4 The After Years. Wir können jetzt die nächste Geschichte spielen, und zwar Rydias Geschichte. Als Rydia zu ihrer zweiten Heimat im Land der Beschwörbaren zurückkehrt, ist die Königin kalt und abweisend. Plötzlich frieren der König der Beschwörbaren und all seine Untertanen ein. Sind wie versteinert. Gemeinsam mit Luca, der Tochter des Zwergenkönigs, begibt sich Rydia zur Zwergenburg, um Untersuchungen anzustellen. Nebel. Dorfoberhaupt. Friedliche Zeiten sind in unserem Heimatland endlich zurückgekehrt. Wir haben die Ziele aufgegriffen, für die du im Leben gekämpft hast. Ich hoffe nur, dass wir deinen Segen bekommen. Rydia! Beschwörerin von Nebel, Rydia. Was ist los, Rydia? Ich dachte, du wärst im Land der Beschwörbaren. Edward. Wie lange ist es her, Rydia? Ich bin so froh, dich wohl aufzusehen. Was führt dich hierher? Ich versuche nur alles zu tun, um den Wohlstand dieses Dorfes wiederherzustellen. Aber hat uns Damirkjan im Moment nicht schwer genug? Keine Sorge, Damirkjan hat viele Bürger, die dort um Wiederaufbau helfen. Komm, beim... Ja, ihr wisst, was da stand. Jede von uns, die Macht haben, wie Cecile und ich, müssen über mehr als nur das eigene Land nachdenken. Auch das Schicksal von Dörfern wie Nebel sorgt uns. Cecile auch? Eure junge Hoheit! Wo wollt ihr hin? Ach, der Seneschall wieder. Nur ein wenig Ausbildung betreiben. Der Edge. Kennen wir ja beide. Ich habe gehört, dass viele von Eplans großen Schätzen verkauft wurden, um die Einnahmen zu erhöhen. Warum nicht? Was ist falsch daran, Eplans Schätze zu nutzen, um Eplan wieder aufzubauen? Ich kann nur hoffen, dass das auch der Fall ist, eure junge Hoheit. Wie auch immer, ich muss los. Natürlich. Mir wurde gesagt, dass auch Fabul lebenswichtige Ressourcen liefert. Selbst Yang. Es war nur dank deiner Hilfe, Rydia, dass wir es alle durch den letzten Krieg geschafft haben. Ach, rede keinen Unsinn. Wir haben uns damals alle gegenseitig geholfen. Burg Baron. Beruhig dich, Sid! Ich kann nicht glauben, dass du das so leicht nimmst, Cecile. Sie ist jetzt schon einen halben Tag zugange. Entschuldigung. Ist es schon soweit? Rydia! Zum großen Tag hier? Was? Entschuldigung. Ist das Baby geboren? Nun! Boah, Junge, bist du verpixelt. Es ist ein gesunder Junge. Das kann nicht sein. Habt ihr gesehen, wie verpixelt er ist? Du hast uns stolz gemacht, Rosa. Du hast einen verpixelten Jungen bekommen. Vielen Dank, Rosa. Hat er denn schon einen Namen? Entschuldigung. Ja, wir haben bereits einen ausgewählt. Ach, für welchen habt ihr euch entschieden?
Hans-Jochen Günther. Theodor. Hm, gefällt mir. Meiner war besser, oder? Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Freut mich, dich kennenzulernen, Theodor. Eine Dekade und ein paar seltsame Jahre später. Rüdias Haus. Rüdia! Wo ist Rüdia? Sie besucht ihr Heimatland. Sie kommt nicht mehr wirklich oft dahin. Ihr anderes Heimatland? Ja, das Land des Beschwörbaren. Ja. Das Land der Beschwörbaren. Chocobo. Cool. Gemach des Königs des Beschwörbaren. Sag jemand des? Eure Majestät. Ach, Rüdia, mein Kind, es ist zu viel Zeit vergangen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Warum bist du hier? Hm. War ich nicht deutlich genug? Du bist im Land der Beschwörbaren nicht mehr willkommen. Es tut mir leid. Ich wollte nur mal alle wiedersehen. Dann hast du uns nun gesehen. Und jetzt ist es für dich Zeit zu gehen. Außer die unfreundlich. Falls du es vergessen haben solltest, du bist keine Bürgerin des Landes der Beschwörbaren, Rüdia. Aber kann ich nicht wenigstens hin und wieder vorbeischauen? Wollt ihr mich nicht einmal das zugestehen? Können wir nicht. Dafür brauchst du Passierschein A38. Woher kommt das? Schreib's in die Kommentare. Rüdia ist für uns wie eine Tochter. Es würde sicherlich nicht wehtun, sie hin und wieder... Hm. Was ist? Hm? Nein, meine liebe Rüdia, du musst sofort von hier weggehen. Was? Warum so plötzlich? Es gibt nichts zu befürchten. Was willst du? Ach, die kennen wir ja auch. Deine Macht, ich bin hier, um sie zu nehmen. Das werden wir noch sehen. Barmut befindet sich bereits unter unserer Kontrolle. Der heilige Vater der Beschwörbaren, wer bist du? Hm. Haha. Rüdias Geschichte, die Starre der Beschwörbaren. Was ist gerade geschehen?
kommt zu euch. Gibt es zu, geht es euch gut? Oh nein, er ist völlig versteinert. Wer sollte so etwas tun? Lauf, verschwinde von hier, Rüdiger. Aber erstmal holen wir uns eine Potion. Guck, wie sehr Latze denn. So. Ja, Stufe 15. Haben wir ein bisschen was. Ja. Rüdiger, es geht dir gut. Hm. Eine Potion. Ja. Gehen wir mal hier hoch. Aber ein bisschen alles abklappern. Weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Chocobo! Rüdiger, schnell, lauf zu einem sicheren Ort. Ja, hier ist nichts. Ich weiß echt nicht, vielleicht hier hin? Ja, ja, das wissen wir doch. Dann speichern wir einfach mal. Rüdigers Geschichte. Okay. Na. So ein bisschen machen wir aber noch. Keine Angst, Leute. Wäre ja sonst ein komischer Part, wenn da gar nichts passiert. Hm. Zumindest möchte ich wissen, wo wir hin müssen. Warte. Beschwörung. Ja, wo das interessiert mich, dass ich wirklich. Nein! Ja, ne, ich dachte, da gibt es irgendwas zum Looten. Ne, aber nur irgendwelcher sinnloser Stuff, den. Ah! Ah! Rüdiger, warum bist du zurückgekehrt? Das ganze Steine reden können. Es tut mir leid, Rüdiger, du solltest im Land der Menschen sein, nicht hier. Eure Majestät, eure Hoheit. Oh, das ist alles meine Schuld. Ich kam trotz eurer Warnungen her. Und nun seht an, was ich angerichtet habe. Nicht schon wieder. Ich will nicht noch jemanden verlieren. So, bis hierhin so reden, weil die ist ja natürlich verstört. Nie wieder. Irgendwie noch eine Kiste. Nein. Nee. Wieder hier raus. Hier rum. Wollen wir nach hier unten schauen? Vielleicht hier noch irgendwas Schönes? Ah, gibt's eh nichts. Hier auch nichts. Hm. Wollen wir hier hochgehen? Wo müssen wir hin? Versuchen wir mal zu teleportieren. Was soll man hier machen? Wollen wir mal hier? Ich denke, man muss irgendwo. Ah! Zelt. Wenigstens gibt es ja keine unnötigen Schwachsinnskämpfe. Hm. Wohin kommen? Ha! Ich muss allen so schnell es geht davon erzählen. Oh, das kann man ja richtig mies erkennen, Leute, oder? Naja gut, gehen wir erstmal hier runter. Auch hier wäre es irgendwie ein bisschen albern, wenn hier Kämpfe wären. Mal, ob hier irgendwas ist. Eine Potion. Nee, hier ist nichts. Dann gehen wir hier rum. Gehen wir hier raus. Ah, noch eine Potion. Moment, Moment. Das ist doch verdächtig.
Mach ich doch. Zelt. Eine Phönixfeder. Und 500 Gil. Ja, das können wir mal gebrauchen. Gehen wir hier hoch. Hier in der Ecke was. Nee. Mal hier unten. Nee. Kann man hier auch gehen. Doch kämpfen. Wir haben aber Glück gehabt, dass wir so zügig durchgekommen sind. Was macht sie? Nein. Die antwortet mir nicht. Na gut, dann kämpfen wir so. 53 Kritiker mit einer schönen Peitsche. Ich finde nur, dass sie Lack und Leder trägt. Naja. So ein bisschen Fantasie muss man ja haben, ne? Ja, 39 reicht auch trotzdem. Ja, gut. Ah, cool, wir können eher angreifen, bevor er uns angreift. Aber 35 reicht nicht, aber. Ne. Das hat aber gereicht. Aber wie sie hüpft und sich freut und sie im Kreise dreht. Haltet durch, meine lieben Beschwörbaren. Ich verspreche euch, dass ich jeden einzelnen von euch retten werde. Und ich bringe Schnitzel. So, hier ist nichts. Was sind wir? Ah, nee. Hier ist auch nichts. Also gehen wir raus. Ja, gehen wir hier rechts zum Speicherpunkt. So, meine Lieben, dann bedanke ich mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ich freue mich, wenn es dann wieder heißt, wir spielen Final Fantasy zusammen. Und also, ja, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal, ne? Ja, will ich. Ciao!